Hallo und willkommen auf meinem Kanal Dildesign. Wir werden heute mal Zäune und Gitter vor Objekten entfernen. Wer kennt es nicht? Ihr geht in Zoo oder in einen Tierpark, fotografiert dann diese wunderschönen Tiere. Wenn ihr dann zu Hause seht, seht ihr, da ist ein Gitter oder da ist irgendein Maschendrahtzaun davor. Das sieht natürlich nicht besonders schön aus. Und das werden wir heute mal entfernen. Bei solchen einfachen Gittern, wie ihr es jetzt hier auf diesem Bild seht, ist es natürlich relativ einfach. Bei einem Maschendrahtzaun, der natürlich viel feinmaschiger ist, müsst ihr natürlich ein bisschen mehr Zeit investieren, aber der Vorgang bleibt der gleiche. Wir werden eine neue Ebene über diesem Bild erstellen. Wir nehmen jetzt einen Pinsel mit der Größe ungefähr so breit wie das Gitter oder der Maschendrahtzaun ist. Ja, die breiteste Stelle sollte ungefähr so breit sein, ein bisschen breiter, dass das Gitter komplett mit dem Pinsel abgedeckt ist. Welche Farbe ihr jetzt verwendet, spielt keine Rolle. Wichtig ist, es sollte der Pinsel komplett hart sein oder sage ich mal 99 98% weniger sollte er nicht haben. Dann klicken wir einmal hier oben auf dieses Gitter einmal drauf, halten die Umschalttaste oder die Shift-Taste fest und klicken auf den Endpunkt. Das machen wir jetzt bei jedem Metallstab. Wenn ihr hier neu ansetzt, die Shift-Taste nicht drücken, denn wenn ihr die Shift-Taste drückt, dann passiert dieses. Also aufpassen, dass ihr die Shift-Taste beim neuen Startpunkt nicht drückt. Einmal hier klicken und wieder die Shift-Taste und einmal hier klicken und wieder die Shift-Taste. Jetzt werden wir auf dieser Ebene mit strg und auf dieses Thumbnail mit der linken Maustaste draufklicken, dass wir hier eine Auswahl haben. Wir schalten die obere Ebene mit diesen, mit diesen weißen Farbe aus, klicken hier einmal auf die untere Ebene, gehen dann auf Bearbeiten. Füllen, inhaltsbasiert, Deckkraft sollte 100% sein. Und dann einmal auf. Okay. Das dauert dann natürlich eine kleine Weile. Und damit haben wir die Gitter entfernt. Jetzt einmal STRG G und D, um die Auswahl aufzuheben. Und wir sehen, dass hier noch teilweise unschöne Stellen sind. Da müssen wir jetzt ein bisschen nachkorrigieren, indem wir hier einfach mal den Kopierstempel nehmen. Wir stellen uns hier eine Größe ein, stellt euch einen weichen Pinsel ein und jetzt zum Beispiel hier hineinklicken, um hier die Nase so ein bisschen zu korrigieren. Auch das hier sieht ein bisschen sehr seltsam aus. Da können wir auch ein bisschen nachhelfen. Setzt den Kopierstempel immer wieder mal neu an. Hier dann pfeil ein bisschen korrigieren. Hier in dem Blauen sieht es natürlich ganz merkwürdig aus. Da müsst ihr jetzt natürlich drauf aufpassen, wenn solche Kreuze im Hintergrund zu sehen sind, dass hier ja nicht diese Kreuze dann irgendwo quer zu sehen sind, sondern das sollte dann schon vernünftig sein, dass es wie im Original aussieht. Ich mache das jetzt bloß mal so ein bisschen auf die Schnelle. Ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine, was ich hier damit vorhabe. Wie gesagt, korrigiert es ein bisschen nach. Manchmal klappt es, dass man da nicht viel nachkorrigieren muss. Manchmal muss man halt ein bisschen nachkorrigieren. Das Programm versucht... Aus den umliegenden Pixeln, die außerhalb dieser Auswahl liegen, natürlich irgendwelche Informationen zu nehmen und diese in diese Auswahl hineinzupassen. Und das passt manchmal nicht hundertprozentig. Ich wünsche euch dabei viel, viel Spaß. Wir sehen und hören uns im nächsten Video wieder. Winke, Winke, euer Frank.